Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Buchvorstellung von King Farmer 1989. Dieses Mal geht es um den Scheibenweltroman Ab die Post von Terry Pratchett. Und dieses handelt von einem Gauner namens Feucht von Lipwig, der vom Patrizier der Stadt Morpork vor die Wahl gestellt wird. Entweder er wird Postminister oder er darf gehängt werden. Die Wahl fällt Feucht jetzt nicht so schwer, deswegen kriegen wir einen Einblick in die Arbeit der Post. Ist jedoch eine Post in Morpork und da die Stadt auf der Scheibenwelt liegt und eine Konkurrenzgesellschaft jetzt nicht unbedingt Freude daran hat, wenn die Post funktionieren würde, wird das Ganze für uns sehr amüsant und für Feucht umso gefährlicher. Feucht von Lipwig hat unter anderem die Ideen, zum Beispiel Golems als Postboten einzusetzen, verliebt sich in eine ziemlich rustikale Dame und hat sonst auch noch einige Ideen, die ihr selbst am besten nachlest. Wie er es schafft, neue Ideen zu entwickeln, sich den Hals zu retten und das Ganze in einem finalen Showdown zusammenfriemelt, das lest ihr am besten selbst nach. Meine persönliche Meinung ist, dass die Bücher von Terry Pratchett bis jetzt zumindest, soweit ich sie gelesen habe, alle genial sind. Auch nach mehrfachem Lesen habe ich immer wieder das Gefühl, dass ich teilweise manche Sachen einfach übersehen habe oder jetzt neu sehen kann oder halt immer noch witzig finde, wenn ich Altes erkenne. Auf Englisch soll das Ganze noch um einiges wortgewandter und mit viel mehr Wortspielen gespickt sein. Allerdings kann ich das nicht beurteilen, weil ich selbst alles noch nicht auf Englisch gelesen habe. Ja, speziell Feucht, finde ich, kann man sehr gut liebgewinnen, auch teilweise die Witze mit seinem Namen. Und er ist ein Ganove, der das Herz am rechten Fleck hat, also quasi ein smarter Gauner. Er ist intelligent und doch manchmal einfach nur intuitiv handelnd und hat meistens irgendwie verdammt viel Glück. Ja, wie alle Scheibenweltromane finde ich diesen Roman verrückt. Teilweise habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen in Gesellschaftskritik reingeht. Und es ist intelligent und witzig geschrieben. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.